Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. In der heutigen Folge werden wir uns mal darum kümmern, dass wir unsere Schmelzen ein bisschen umrüsten, und zwar auf Elektro. Damit sparen wir ein bisschen Kohle, die wir dann anderweitig verwenden können oder eben gar nicht. Naja, gut, hier haben wir ein bisschen Stein beiseite geschafft, ist auch in Ordnung. Aber gut, erstmal wird das hier alles abgerissen. Da ich davon nichts in meiner Tasche haben möchte, würde ich mal behaupten, ich tue hier erstmal die Dinger raus. Können mir dafür von mir aus gerne Schilde. Und dann beginnen schon mal die Abrissarbeiten. Als erstes wird hier alles unterbrochen, damit hier nichts weiter fließt. Und ja. Dann beginnen wir erstmal hier mit den Ärmchen. Genau, damit so viel Eisen wie möglich da wieder rauskommt. Seid ihr noch am Ausliefern? Ein paar. Alles klar, also die gesamte Kohlespur, die kann jetzt auch weg. Die wird hier so gesehen nicht mehr benötigt. Eins nach dem anderen. So, und so lang wird die Brennstraße jetzt auch nicht mehr. Genau bis hierhin. Du kannst noch weiterhin ausladen. In der Zwischenzeit fange ich dann unten wieder an. Wie viel habt ihr denn noch? Nicht mehr allzu viel. Wird ja gleich sofort wieder leer gemacht. Dann passt die Sache. Jetzt müssen wir aber Gas geben, dass unser ganzer Eisenvorrat nicht instant aufgebraucht wird. So, und ich würde mal sagen, hier bleiben wir dann wieder doppelgleisig. Du kommst dann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Kohle kann auch weg. Wunderbar. Und weißt du was? Tu mal das Mittelteil auch mal weg. Das werden wir komplett neu anlegen. Von daher kein Thema. Gut. Und zwar beginnen wir damit, dass wir hier erstmal irgendwie eine Leine hinziehen. Wie gesagt, die wird nicht mehr ganz so lang. Und links und rechts einfach mal ein paar Öfen hinsetzen. Na komm, ein paar noch. Gut. Das wäre der erste Meter. Von mir aus kannst du dich hier schon mal volllaufen lassen. Das Kohleband muss komplett weg. Wie gesagt, das wird ja nicht mehr benötigt. Die Kohle können wir definitiv anderweitig nutzen. So. Du bist natürlich auch leer, also weg mit dir. Der Rest passt soweit noch. Ja, dich könnten wir dann eventuell irgendwann mal hier anschließen. Am Kohlehauptstrang. So, dann geht es hier mal hoch. Und dann brauchen wir nur noch blaue Ärmchen. Da könnte ich mal ein paar anfordern und gucken, wie viele wir haben. Fordere einfach mal 90 Stück an. Und dann schauen wir mal blöd. Ob da gleich eine Riesenmeute angeflogen kommt, die uns beliefert. Natürlich können wir uns sofort um die Stromversorgung hier kümmern. Das ist an sich kein Problem. Naja, Hauptsache Lasertürme, aber keine blauen Ärmchen. Habe ich hier keine blauen abgerissen? Moment. So, so ist gut. Wobei, passt da noch ein Band dazwischen? Das muss ja schließlich auch überprüft werden. Und wenn ich noch Lampen dabei habe, habe ich? Doch, ich habe noch ein paar. Dann können wir ja hier und hin und wieder mal für ein bisschen Licht sorgen. Und nur blaue Ärmchen haben wir keine mehr. Ach, weißt du was, da reichen auch die gelben. Wobei, ich lasse die mir jetzt mal anliefern, die wir in den gelben Kisten haben.
gerne mal alle davon. Und dann rüste ich die mal zu blauen um. Ich werde hier doch wohl gelbe Ärmchen abgerissen haben oder etwa nicht. Naja gut, meine Drohnen scheinen hier andere Prioritäten gesetzt zu haben. Naja, egal. Auf jeden Fall benötigen wir hier auch mal einen Ausgang. Ah, da kommen die Ärmchen. Wunderbar. Von mir aus könnt ihr dann jetzt schon mal... Moment, ich wollte ja umrüsten. Und jetzt fehlen mir Eisenplatten und Kupfer. Nee, Kupfer habe ich noch ein bisschen. Aber in erster Linie Eisenplatten. Nun gut, ihr könnt hier wieder weg. Mehr brauche ich momentan nicht. So, genau. Dann hocken wir hier schon mal überall ein paar blaue Ärmchen hin, damit diese schon mal zum Kokeln anfangen können. Und das war's dann fürs Erste. Ich werde das ganz einfach kopieren und dann nochmal neu hinsetzen. Wobei, wenn wir keine blauen Teile hier im System haben, wird es ja auch nichts werden. Nun gut. Aber ich kopiere es trotzdem mal. Ach ja, da werden noch blaue Ärmchen gemacht. Warum denn nicht? Erstmal alles abbrechen. Die können sich ja wieder hinten dran anschließen. Dann setzen wir mal wieder unsere Hangars rein. Damit diese da auch vernünftig arbeiten können. Gut. Wo ist mein Blueprint? Hier. Aber ich glaube, jetzt kann ich doch noch den Ausgang machen. So. Hoppala, zwei Ärmchen sind einer zu viel. Brauchen wir nicht. So, und nur noch Strom. So, und das Ganze läuft. Gut, dann kopieren wir das Ganze jetzt mal kurzerhand. Jo, möchte ich gerne so haben. Genau, stellt das alles mit meinem Zeug hin, was ich da habe. Und gut ist. Ja, der Rest wird geliefert. Ist ja auch eine kleine Möglichkeit. Und jetzt wird das hier... Hoppala. Moment. So, und dich schließen wir dann mal hier an. Und wie immer brauche ich mehr blaue Ärmchen. Alles klar. Aber dann läuft das schon mal. Moment mal kurz. Hier können wir ja in der Zwischenzeit auch alles abreißen. Hier läuft ja die Hälfte nicht mehr. Gut. Ich hätte gerne aber noch eine dritte Reihe, wenn ich ehrlich bin. Moment, wieso brauche ich ein rotes? Brauche ich ja gegenwärtig nicht. Es reicht ja, wenn ich erstmal die blauen umrüste. Gut, wo muss ich dich eigentlich anschließen, damit du da wieder hinkommst? Ja.
hier muss ich dich anschließen. Alles klar. Dann kann das Zeug hier auch erstmal weg. Na komm, einfach weg mit dir. Gut. Und dann hier hoch. Und du bitte ebenfalls. Und das Ganze verbinden wir dann hiermit. Und hiermit. Und ja, ich weiß. Hier brauchen wir ja auch noch. Ja, ist das Zeug nochmal. Hier benötigen wir ja auch noch Erz. Vielleicht eine Erzkiste dahin. Hier nun wieder mal ein paar Kleinigkeiten anfordert. Fordere mir mal Eisenerz an. Immer so 50 Stück. Und die kannst du halt dann hier drauf schmeißen. So wie du gerade lustig bist. Wir müssten ja in den ganzen Kisten ja jede Menge Erz haben. Das passt dann schon. Ich würde mal sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja noch eine Kleinigkeit betonieren. Moment mal kurz, ich wollte mir erstmal die ganzen gelben Dinger hier holen. So 2, 3, 400 Stück. Und jetzt schwankt der Strom. Werden wir irgendwo angegriffen? Da liegt es einfach nur daran, dass wir nicht genug auf Vorrat haben. Ja gut, die Akkumulatoren sind leer, jetzt laufen nur noch unsere Dampfmaschinen. Na gut, da werden wir eine weitaus größere Akkumulatorenfarm benötigen. Das Kupfer wird dann auch bald umgebaut. Auf jeden Fall möchte ich hier erst einmal das Zeug hier. Ah, ernsthaft? Hey, drück nicht die ganze Zeit die falschen Tasten. Nun gut. Dann geht's mal hier hoch. Schön vorsichtig. Ich will doch nur so einen gelben Rallye-Streifen haben. Mehr aber auch nicht. Ich glaube, so tue ich mich deutlich leichter. Baue ich mich nicht ständig. Verstehst du? Gut. Ah, hoppala, hier fehlt es ja auch wieder. Moment, das ist genau falsch rum. So. Ganz weit hoch. Und hier kann ich zum Glück ein bisschen rennen. Wunderbar. Na komm. Dich schaffen wir auch noch. So, dann drehe ich das Teil wieder. Und dann fangen wir unten wieder mal an und dann betoniere ich direkt runter. Dann haben wir auch mal ein bisschen Design in der Base. So. Gleich sind wir durch. Eieieiei.
So, jetzt sind wir endlich oben angekommen. Dann nehmen wir mal wieder unser Beton-Blueprint und malen das Ganze hier aus. Ich frage mich, wenn ich meine gelben Streifen da übermale, ob die dann auch wirklich übermalt werden. Wäre schade drum. Jo, so ist es nun mal. Muss da wirklich aufpassen, was man macht. Oh ja, da benötigen wir jetzt eine ganze Menge Beton. Ich hoffe, es wird so viel produziert werden. Wie lange dauert es noch, bis wir unten angekommen sind? Ich weiß es nicht. Kann aber nicht mehr lange dauern. Jetzt sind wir bei der Schwefelsäureabteilung. Das ist wie Malen nach Zahlen, nur anders. So ganz ohne Zahlen. Hier. Wunderbar. Hast du dann hier noch alles? Oh ja, da werden die eine wunderbare Zeit lang beschäftigt sein. Aber irgendwie müssen die ja auch noch ausbauen. Hoppala, da in der Mitte fehlt was. Da wird es ein bisschen breiter. So, und ich würde mal sagen, das reicht für den Anfang. Sollen die erstmal dieses Teilstück hier fertig machen. Und wir schauen mal, wie es um unser Eisen steht. Ich hätte gerne hier noch so eine dritte Zulieferstelle. Mal guck mal, hier ist ja alles voll. Womit wir hier halt so einen Sekundärstreifen machen, der halt weiter nach oben führt, beziehungsweise exklusiv die Stahlproduktion hier versorgt. Dann müssten wir uns nicht um den anderen Kram kümmern. Naja, schauen wir mal. Vielleicht haut das ja so weit hin. Also du musst definitiv schon mal weg. Haut halt leider nicht anders hin. So, die Lampen, die setzen wir dann leider mal auch nach innen. Und ja, Moment. So. Wo ist meine Ofenreihe hier? Ja komm, können wir so machen. Dann produziere ich gerne nochmal ein paar blaue Ärmchen nach. Damit es da auf jeden Fall auch so hinhaut. Ach, warum nehmt ihr nicht einfach meine Öfen? Warum müssen die immer von oben geflogen kommen? Das sind so Kleinigkeiten, die wird man nie verstehen. Mal, hier sammelt sich das Ganze wieder. Nee, da fehlt es eindeutig an, keine Ahnung, an Öfen. Na komm, schon ein paar mehr. So, wenn das jetzt mal nicht reicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Zwei fehlen noch, wenn ich das richtig sehe. Nein, drei. Zwei. Eins. Go. Gut, dann zwacken wir das Ganze mal hier noch ab. Führen das Ganze bis hierhin rauf und dann hier rüber. Sehr gut. Das müsste ja eigentlich ausreichend sein. Mal gucken, ob da genug vom Bahnhof ankommt. Oh ja, die Kisten sind gut gefüllt. Ich schätze mal, die werden nie komplett leer gemacht.
Der fährt gleich wieder los. Der nächste müsste ja auch schon langsam warten. Ja, fast perfekt. Gut. Das ganze Zeug hier führen wir dann hier oben rum. Wir könnten es eigentlich hier so lang führen. Und dann hier hin. Rein theoretisch. So, Moment. Dann können wir dich hier eigentlich abreißen. Und nur noch hier lang fließen lassen. Jo. Dann kann das Zeug hier weg. Und das Ganze läuft hier mal voll mit Eisen. Sehr gut. Wie gesagt, dann kommt das Ganze noch hier hin. Nein. Nein, 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 nein. Kommst du her? Uiuiuiui. Na komm, lass das Stahl durchfließen. Und von hier aus kommt dann ein Tunnel rüber. So, und das läuft jetzt in die Richtung. Und hier reißen wir das ganze Zeug ab. Und sparen massiv viel Eisen. Damit müsste jetzt oben auch deutlich mehr ankommen. Rein theoretisch natürlich. Wie es praktisch aussieht, weiß keiner. Und ich habe noch eine Vorschub offen. Fällt mir gerade so auf. Effektübertragung benötigen wir momentan nicht. Moment. Ich glaube, das liefere ich manuell ab. Sicher ist sicher. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich da jetzt eine blaue Kiste habe. Müsste ich eigentlich schon haben, aber naja, man weiß ja nicht. Ja, doch, hab ich. Wie viel hast du bestellt? 100. Na komm. Und dann kannst du noch das hier mitnehmen. Läuft. Dam, da-dam, da-dam, da-dam. Oh, da oben wird das beschädigt. Das müsste man mal bei Gelegenheit eventuell mal reparieren. Das Gute ist, das Eisen hier reicht vollkommen aus. Wenn ich mir sicher wäre, dass es... Oh, guck mal. Ich muss es doch weiterleiten. Sonst haben diese Öfen hier nichts zu tun. Schade. Naja, jetzt müsste der Stahl auch deutlich besser laufen. Ob es das auch wirklich tut, weiß natürlich keiner. Denn jetzt passt schon mal der Output vom Eisen nicht mehr. Hier ist er ja in Ordnung. Das so. Ja klar, wenn ich jetzt noch ein drittes Eisenfeld anschließe, dann sollte es soweit hinhauen. Mal gucken, wie es da um meine Kisten steht. 2300, 2100, 2300, 2200. Moment mal kurz. Ich baue euch mal kurz ab. Mach mir hier noch eine weitere Pufferkiste hin. So, Stahlkisten. Und dann kommen hier Grüne hin. Die füllen jetzt mal um. Wie, du bist leer? Ernsthaft? Wir sind das geschafft.
Und von da aus dann aufs Band. Hier wird es natürlich nochmal abgerissen. So. Ob das jetzt effizienter läuft? Ich glaube nicht. Was man natürlich noch machen könnte, wäre hier so ein Anschluss. Der reicht natürlich in Blau. Da muss ich ja ab und zu mal was einquetschen. Dann kann ich natürlich dieses ganze Zeug hier abreißen. Mögt ihr nicht gut. Und dann schließen wir das Ganze nochmal hier an. Bekomme ich dich auch auf die andere Seite? Moment. Du gehst hier hin und du gehst hier hoch. Ist doch deutlich besser. Dann überprüfen die hier mal das, was noch da ankommt. Das dürfte ja nicht mehr viel sein. Ja, da muss deutlich mehr Eisen ankommen. Eventuell legen wir uns noch einen zweiten Eisenbahnhof hier an, der halt vielleicht hier auslädt. Müssten wir hier mal ein bisschen was abreißen. Wird schon klappen. Gut. Aber dafür werden jetzt diese Kisten hier endlich mal leer. Weißt du, was wir erstmal machen? Wir lassen es hier erstmal aufstauen. Und zwar beinahe komplett. Und dann läuft's. Sieht doch gleich wieder viel besser aus. Hier kommt es nicht ganz hoch. Eventuell bräuchte ich hier nochmal so einen. Ja, meine Freunde, aber das überlegen wir uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.